Scheiße. Aus dem Bahnhof gestolpert, sieht man direkt schon das nächste Ziel. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Parks & Fun Fair. Dieses Mal geht's in das Tivoli Gardens. So, wir sind dann jetzt auch drin im Park, haben jetzt unsere Wristbands abgeholt und starten jetzt in den Tag, beziehungsweise den zweiten Part vom Tag. Und der Eingang sieht schon mal richtig wild aus, hier mit dieser alten Optik. Ich glaube, der Park ist sogar auch ziemlich alt, ich glaube 1800 irgendwas auch, ne? Also, was auf erstmal schon mal auffällt auf jeden Fall, der Park ist schon mal viel pflanzlicher und viel räumiger als Bakken. Obwohl der mitten in der Stadt liegt und direkt am Bahnhof. Bakken liegt ja eher außerhalb von Kopenhagen. Zwar nicht viel, aber schon ein bisschen eher als der hier. Aber hier ist schon mal viel mehr Gärten und so. Heißt halt auch so Tivoli Gardens, aber sieht hier schon mal richtig hübsch aus. Und da ist der Zhengfu Palace. Das sieht schon sehr wild hier aus. Eieiei. Was meint ihr? Wie viele Influencer-Bilder wurden hier aufgenommen? Alle. Auch hier, wie in Grönerlund und Liseberg, treten auch hier Weltstars und bekannte Dua Lipa. Die jetzt vielleicht nicht, aber hier 50 Cent zum Beispiel. Mö kennt man auch. Mö. Das ist die, die bei Lean On gesungen hat, bei Major Lazer. Ah. Wie kennt man denn noch? Alter, was ist das für eine Parkeisenbahn? Rasmus kennt man natürlich auch. Geil. Alter, die ist wild. Die haben hier immer wilde Parkeisenbahn, gerade eben die war auch schon geil. Ah, da sind die ersten Rides da vorne. Oh, das und das der Flyer. Was man leider sagen muss, man darf hier gar keine On-Rides machen. Außer auf den zwei Dark Rides, da dürften wir wahrscheinlich, und auf den Kinderkarussellen. Ja, aber die sind jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, deswegen mal sehen, was ich so mitmachen kann, was man aufnehmen kann. Hier haben wir auch den Starflyer, der steht sogar auf so ein paar Stützen. Hier ist Tic Tac, der Mondial Shake. Der sieht so cool aus. So, wir gehen jetzt zu Melke Vane. Der Neuheit vom letzten Jahr. Ein Powered Coaster von Mack Rides. Freue ich mich auch wieder drauf, weil der hat natürlich auch die richtig geilen Sitze von Mack jetzt. Den neuen Powered Coaster fährt hier auch weitestgehend oben hier rum. Sieht sehr zu aus. Macht keinen Scheiß. Zu. So, wir laufen gerade auf das Highlight hier im Park zu, ein B&M Flawless Coaster, also eins von zwei Highlights. Deutsche Bahn ist natürlich auch noch da, aber sieht schon mal sehr cool aus. Ist zwar auch wieder richtig winzig, aber macht bestimmt Spaß. Ja, es ist heute ein bisschen strange und weird, was wir fahren. Wir fahren jetzt aber erst den ersten Dark Ride, und zwar die fliegende Kuffe. Mich erinnert das alles irgendwie an was. Ja, Tag oder Fest? Ja. Ist ein Hans-Christian Andersen Ride. First, a tale of a soldier finds gold, spends it all, and steals a tinderbox. Das ist aber nicht Mack. Das ist so mal anderes. Gossip. 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 One loop. A lovely butterfly helps Thumbelina sail away from Mother Toad and her ugly son. The little mermaid left her beautiful undersea home to see the world. She came to love a human and say, nothing on. Ich muss das davon machen. Das ist aber lang, ey. Ja. Und jetzt geht er nochmal hoch. Then he met Spoon! Ui. Once a wicked demon invented a display. Die aber in und übereinander gebaut ist, ey. Let it go! Let it go! Passiert das da raus? Ja. Little Gerda, Kai's friend, bravely set out to find him. Just as the rich merchant son did when he flew to the castle, so a prince came to this castle with one of the princess. In disguise, voll lange, ey. 6 Minuten.
jetzt gedacht, da sitzt ein richtiger an Bord. Wir kommen jetzt aus dem Dark White, flüvende Kuffert. War ganz süß. Klar, du hast jetzt meistens nur diese Holzfiguren gehabt. Aber am Ende hast du noch eine richtig gute Animatronic. Aber was ich am faszinierendsten finde bei dem ganzen Dark White ist, dass die das alles da reingekriegt haben. In die kleine Halle da. Das fährt ja übereinander, untereinander, ineinander. Die Szenen kreuzen sich. Krass. Und auch die Fahrzeit von 6 Minuten ist beachtlich bei der kleinen Halle. Hier sind auch noch richtig kleine Oldtimer. Also da passt du mit, als Erwachsener mit vielleicht einem kleinen Kind rein. Auch noch nicht gesehen, dass es Oldtimer auch in so winzig gibt. So, wir stehen jetzt in der Queue von Dämonen B&M Flawless Coaster. Ich glaube, es ist auch der kleinste seiner Art, beziehungsweise einer der kleinsten von B&M überhaupt. Man geht aus Dämonen raus und hat direkt hier rechts eine Straße. Ist ja weird. Es gibt ein Dämonen-T-Shirt. Von der Bahn kommen wir gerade. Ich habe gerade schon gesagt, also es erinnert mich ein bisschen an Baron nach dem Looping. Da kommt nicht Immelmann, Zero G und noch ein bisschen Kurven und dann geht es in die Bremse. Ansonsten relativ hoch verläuft das Layout. Man sieht auch, wo man vom Lift runterkommt. Direkt da oben in eine Helix, dann geht es erst in den Drop und ist halt echt ein süßer kleiner B&M. Mit ein paar Inversionen. Fährt sich halt auch so wie ein B&M. Ja, ganz okay Bahn, würde ich jetzt ein paar Mal öfters fahren, wenn jetzt nicht so viel los wäre. Aber gerade für so einen Park, wo du halt überhaupt keinen Platz hast, ist es eigentlich so, was du an B&M-Bahn zumindest bauen kannst, das Perfekteste, was du machen kannst. Beziehungsweise für das Alter auch, muss man dazu sagen. Und man muss auch echt sagen, dass der Bereich hier echt cool aussieht. Und dann vor allem hier mit dem Lampignons hier noch. Wie schreibt man Lampignon? Ja, jetzt so Leon. L-A-M-P-I-G-N-O. Nee, warte mal. Lampignon schreibt man das. Deswegen nur Wörter verwenden, wo man auch weiß, wie man sie schreibt. Ich weiß, wie man die schreibt. Wie schreibt man Portemonnaie? Portemonnaie. Du sagst aber immer Geldbeutel deswegen. Ja, interessant. Hier oben drauf ist der Condor mit diesen zwei speziellen Gondeln, die quasi so Teller sind, wo du nach außen guckst. Und unten drunter ist einfach ein Autoscooter. Ach ja, ich liebe Parks, die keinen Platz haben und erfinderisch sein müssen. Wer hier Karussell fahren will, kann sogar auf Jan fahren. Hier ist Vater Morgana. Ich würde dieses Spin Twirl machen, weil das kenne ich nicht. Ja, ich mache das für die Aussicht. Ja, ich will das in der Mitte. Okay. So, wir kommen jetzt aus Vater Morgana, einem relativ neuen Condor von Bus. Hat aber hier die Besonderheit halt mit diesen Gondeln, wo du halt so nach außen guckst und als Drehplattform. Ja, war jetzt nicht so intensiv wie die anderen Condor, die ich gefahren bin, aber hat eine verdammt gute Aussicht auf Kopenhagen. Lohnt sich deswegen schon sehr. Und auf dem Park generell. Jetzt geht's hier auf Kamelen, Zira Force Zero. Ja, wir lassen den erstmal liegen, ist ein bisschen voll, genauso wie Monsoon, den würde ich auch gerne fahren. Inverted fliegender Teppich quasi, wo du unten dran hängst und auch mit nicht viel Sitzplatz. Die Vierer sitzen nebeneinander. Ja, da Vierer rein, ja. Ach, hier ist Monsoon, Kamel. Auch richtig weird mit den Stützen hier. Hier stand das technische Parkding. Ah, okay, dann stand hier der Flying Fury. Leon, ja. Stand hier vorher. Der Flying Fury, ja. Was ist denn ein Flying Fury? Wie toll. Schön. Oh. Ich hab das hier bei Thumbnail-Bild. Aquarium. Man schreit, wie man spricht hier in Dänemark. Aquarium. Ich wusste gar nicht, dass wir wirklich hier eins haben. Selbst das sieht hier richtig wild aus, das Gebäude. Oh, das ist ein großes Aquarium. Das sind wenigstens große Becken. Thank you.
Was ist er? Inzucht. Du nennst dich Zoo-Fan. Hä? Kai? Weißt du's? Der dicke Ömester. Irgendwas Barschartiges? Ein Arsch. Oh, ist das ein Kugelfisch? Ein Drückerfisch. Das ist ein Kofferfisch. Hast du einen am Koffer? Wow, was ist denn das für ein Ding? Was ist der für ein Ding? Wow, die ist fett. Was ist der mit dem Einhorn da? Ein Hornfisch. Ein Hornfisch. Ja, aber das ist das Aquarium auch schon. Das sind wirklich nur diese zwei Becken. Sind aber doch ein paar größere dabei. Also ein paar größere Fische. Solche Lappen. Wir gehen jetzt aufs nächste Highlight hier im Park. Rutschebahn, einer alten Holzachterbahn mit dieser richtig krassen Verkleidung. Also es ist überall Felsmassive und Gebäude, die Achterbahn umschlingen. Man sieht von außen quasi nur hier den einen Drop hier vorne und wo die hier fährt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll sehr cool sein, die Bahn. Vor allem, weil hier noch ein Bremser mitfährt. Der Bremser. Muss aber echt sagen, die Kapazität von dem Ding ist der Hammer, ey. 3000 oder so? 3200 Personen. Das ist halt. Der Kai sagt irgendwas von 3 bis 4 Zügen. Das ist halt schon echt hart. Der, die von unten auch greift, das ist jetzt so ein Bremser, der hier mitfährt. Und guckt so geil. Dass der Zug. Das ist. So, direkt aus Rutschebahn. Krasses Ding. Über 100 Jahre alt, 1914 haben wir gerade nachgeguckt. Das Ding hat Airtime. Bügelkontrolle ist da mal so gar nicht. Du kannst einfach losfahren. Du hast richtig schön, oh, richtig schön gestaltet mit den ganzen Felsen und so. Hast auch ein paar, ja, Dark Wild Parts, wo da so ein paar Bärchen sind. Wow, Mine ist fucking voll. Auf jeden Fall hat man richtig gute Airtime, weil wegen dem vielen Platz im Bügel. Und weil der Bremser auch Vollgas gibt. Hier ist übrigens Mine. Der zweite Darkwall vom Fahrt, bin ich auch sehr gehypt drauf. Und ja, war ein richtig cooles Ding. Also gerade die Bremser, die da mitfahren, wie gechillt die da drauf hocken. Und auch ohne Bügel, ohne Gurt, ohne irgendwas. Das ist Hammer, ey. Muss man auf jeden Fall mal gefahren sein. Boah, Junge, der Park sieht so hübsch aus. Wir haben übrigens ein Funhaus gefunden. Abgefuckte Rutsch. What the fuck? Wow. Wow, ich frag mich schon gerade, wie die das hier in Rutschebahn reingequetscht haben. Crazy. Alter. Renn, Kai, renn! Alter. Kann ich mal anlernen. Oh Gott, ey. Da knallst du doch voll gegen, ey. Boah, oh, oh. Gott! War mal ein Handstand in der Rolle. Mach mal. Alter, wie hoch? Junge, wie viel Abstand bist du da bei dem Fenster? So, Lars und ich gönnen uns jetzt erstmal eine Pause im Biergarten, wo wir jetzt mal was pudern, was trinken. Und hier kann man direkt auf das Felsmassiv von Rutschebahn gucken. Da hinten war das Funhaus, wo wir gerade drin waren. Und ja, uns fehlt jetzt nur noch. Also zwei Counts fehlen uns eigentlich jetzt noch. Ich glaube, der Power Coaster macht heute nicht mehr auf, weil. Der wird nicht mehr aufmachen vor ein paar Wochen. Grüße an Robin und Tim und so. An der Stelle war es ziemlich regnerisch und die hatten auch ein Rollback, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und seitdem hat das Ding nicht mehr aufgemacht. Schade. Ich hätte ja gerne so einen neuen Mack Rides Power Coaster gefahren, aber in Jurs steht ja auch noch einer. Max und Mo, das ist auch neu. Ja, ich weiß, aber die waren cool, deswegen wollte ich noch einen fahren. Ja. Dann muss ich halt noch mal hier hin, aber das finde ich auch nicht so schlimm, weil der Park sieht echt richtig schön aus. Ja. Genommen. Ich habe richtig geile Schnitzel. Schön, dass du das machst, wenn ich jetzt gerade schon fast aufgegessen habe. Ja, aber du hast auch nur ein paar Würstchen und Brot und Sauerkraut. Aber ich hatte richtig schönes Schnitzel. Mit richtig guter Soße und richtig guten Pommes. Und richtig gutem Bier. Prost. Nee, geht so Bier. Ja, das war Schmackofatzig. Ja. Gut, dann haben wir jetzt gegessen, dann steht jetzt für uns ein Highlight hier vor. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Ich auch. Weil dazu kommen wir gleich. Nicht spoilern, gleich. Ich sag nur den Namen Villa Vendetta. Was könnte das nur sein? Oh. Jetzt in die Kommentare. Wir sind bei Villa Vendetta angekommen und es scheint so, als wäre es nur ein Gebäude, aber es ist eine Maze.
tatsächlich ist hier eine Ganzjahresmesse. Wir wissen es nicht, ob es extra kostet oder ob es hier drin ist. Deswegen, also wir haben beide Schiss des Todes. Da werden nur zwei Leute pro Fahrt reingelassen. Im Ernst? Nein, Spaß. Ich wollte dein Gesicht sehen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Also der FKF hat das schon mal ausgezeichnet mit einem Award. Deswegen denke ich, wird es auch echt krass werden. Wir werden sehen, ne? Ich bin gespannt. So, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Ich glaube, das wird richtig pervers und ekelhaft und krank. Du bist da leider hier durch. Oder? Kommt da noch zwei? Ja. Ja. Oh, Gott sei Dank. You ready, guys? Yes. Wie gut ist das? Boah, jetzt geht's los. Ja, wir müssen warten, bis die Tür auf ist. Aber da links passiert doch safe was. Gibt's hier was zu essen? Oh. Alter, wie lang ist die denn? Ja, Boah, Alter! Oh, der hat mich angepackt! Oh, nee. Piss dich, Alte! Alter, wie geil ist das denn gemacht? Oh, Jesus! Boah, okay. Also, ich fand, das war ein sehr lebenswerter. Ah, es hat gereicht. Ja, also, die Stimmung da drin war richtig. Und es war richtig leck mich am Zuckerli. So, Freunde, wir kommen aus Villa Vendetta. Leckt sich Katz am Sack. Also ich glaube, Lars und ich hatten lange nicht mehr so Angst. Ja, es war krank. Es ging schon los. Also erstmal, was für eine kranke Thematisierung ist das bitte? Das ist ja in diesem Haus drin. Und ich habe, glaube ich, noch nie so eine krass gute thematisierte Maze gesehen. Die war von vorne bis hinten absolute Spitzenklasse. Die Atmosphäre, die da drin aufgebaut wird, ist absolut krank. Also du hast die ganze Zeit Angst. Ich war schon froh, dass man wirklich an den Schultern da festhalten musste. Das war eine Anweisung. Wenn wir da alleine durchgehen müssten, ey. Wir wären da fast zu zweit durchgegangen. Das war schon. Da waren tatsächlich nicht so viele Skelekte. 3, 4, irgendwie so. Ja, aber die haben sind dann mehrmals. Ja. Aber wie die dich gekriegt haben, ey. Das war krank. Teilweise hinter dir erst aufgesprungen. Einer ist mitten in die Gruppe reingerannt oder stand dann irgendwo rum und hat dann auf einmal sich bewegt. Man hat überall gedacht, das wäre ein Scare-Actor und dann war es doch nur eine Figur, von der mich aber dann trotzdem so erschreckt hat und sich so kirre gemacht hat. Und so, das ging eher an die Psyche, fand ich, die Maze. Ja, das ist weniger, weniger mit Scares als mehr ja. Hier mit Stimmung. Alter, das war saugut. Also wer Maison de la Magie kennt, es baut, also es ist schon ähnlich. Es mit sind nicht besser so besser gefilmt und mit genau. Weniger Scares. Ja, also das Theming vom ersten, zweiten Raum, würde ich so sagen. Nur noch, also nur durchgezogen komplett und krank. Also muss man mitnehmen, wenn man Maze-Fan ist. Ist einfach der Hammer. Kostet, glaube ich, 9 Euro extra, wenn ich, oder 8 Euro oder ja. So. So, dann haben wir es geschafft. Also mein Herz pumpt immer noch. Das war echt wild. Ja. Wo würdest du die jetzt einordnen? Oh, schwierig. Die ist halt schon echt schön gemacht, ne? Das ist echt schwierig. Also schon Top 3. Wir versuchen jetzt nochmal unser Glück auf Kamelen. Das haben wir ja gerade noch nicht gemacht, weil es ein bisschen zu voll war. Jetzt geht's tatsächlich. Jetzt stehen sie nur noch eine Linie lang. Oh. Hallo, hat der Klaus dich getreten? Ja. Tschüss Klaus! Klaus ist weg. Klaus ist weg. Oh, das war doch ganz süß. Vor allem dieser letzte Hill da, der haut nochmal richtig rein. Da fliegt ja. Man so ein bisschen weg tatsächlich. Richtig, das ist gar kein Small. Das ist ein Custom, weil der da oben noch so eine Panoramakurve hat. Und wieder bei Minen gelandet. Dem zweiten Dark Ride hier im Park. Ein Bootstark Ride, der interaktiv ist. Auch eine sehr komische Kombi, ist aber so. Und ja, den fahren wir jetzt. Der ist übrigens komplett unter Rutschebahn verbaut, wie das Funhouse auch. Das sind einfach 3 Attraktionen in einem Komplex. Okay.
fällt auch gerade auf. Das sind dieselben Schießeinheiten bzw. das Schießsystem wie bei Kunibärts Abenteuer und Kloppen. Das ist ja auch diese Stäbe, wo du diesen Punkt hast, wo du so drauf touchst. Oh, da sind schon die Ziele. Wow, drop! Boah! Oh! Noch nass geworden, ey. Ich bin irgendwie ein bisschen an Kabouterplop. Ein Busfahrplop. Ja, schon ein bisschen. Eine Drehweiße, ich werd bescheuert. Was? Oh, ein Wasserfall. Oh, Foto! Hä? Was ist das denn? Hä, lustig. Oh Gott! Oh, oh, das war voll nass geworden. Ciao. Interaktiver Dark Fight, wo man nass werden kann. Die Maulwürfe hier. Bei mir klappt einfach nichts. Bei mir, ich habe es aufgegeben. Ja. Ja, war doch schön. Ganz so, wir kommen jetzt aus Minen, den interaktiven Dark Fight hier. Und hier kann man gucken, welche Punkte man hatte. Ja, weiter am Highscore vorbei. Aber war richtig cool, richtig süß. Vor allem, dass du mal einen interaktiven Dark Ride hast als Bootsfahrt, ist halt sehr selten. Und dann hat er sogar noch zwei kleine Drops. Einer fast durch einen Wasserfall, der viel zu spät ausgeht. Also fand ich schon sehr cool. Klar, die Animatronics sind nicht so krass, aber der Fakt, dass der schon mal unter der Holzachterbahn gebaut ist, ist schon mal echt geil. Und dafür sehen die Szenerien auch echt gut aus. Und man ist noch, ja, der ist jetzt nicht so riesig, aber da, wo er thematisiert ist, ist er richtig gut thematisiert. Das ist übrigens so ein Ding da. So, wir stehen jetzt bei Monsunen, einem Flying Carpet, nur inverted quasi. Wie der Lars sagt, von Sira. Suspended gesagt. Das ist jetzt der Unterschied, hä? Ja. Die schwingen sicherlich nicht aus. Ja, sieht ganz interessant aus. Ich bin mal gespannt, wie es das Ding fährt. So, wir kommen aus Monsun. Ja, hat sich gefahren wie jeder andere fliegende Teppich, nur dass er jetzt halt unter dem Ding sitzt. Und mit Schulterbügeln hatte ich nicht so weggestapelt wie in Asterix 2. Fand ich aber auch ziemlich ähnlich eigentlich. Also, was cool war, war dieses Runterfahren. Aber wenn er da oben mal durchziehen würde, dann wäre es halt auch richtig cool. So, was machen wir jetzt? Der Condor ist leer. Also die Condor-Gonne. Willst du den fahren? Ich schon. Geil! Tschüss! Kannst du da rein? Du musst auch sagen, dass es ein Gepäckdingen ist. Ist ein Gepäckdingen. Also im Dunkeln sieht der Park schon richtig geil aus. Wir haben jetzt gerade eine Dämmerung, aber trotzdem sehr nice. Wir fahren jetzt übrigens die Mini-Oldtimer. Die kleinsten Oldtimer, die ich je gesehen habe. Boah, das ist so hübsch. Und das wackelt so. Das war sein Platz in dem Ding. War's toll. War Hammer. Hier ist sogar gerade ein Konzert. Die Östküst-Hustlers. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ja, hier stehen ein paar. Jetzt wissen wir auch, wo der ganze Park hin ist. Wir befinden uns jetzt auf dem letzten Ride des Tages. Es ist gleich schon echt dunkel und wir fahren nochmal Rutschebahn. Im Dunkeln ist es bestimmt nochmal witzig, weil wenn du rausfährst, alles beleuchtet ist und klar, allgemein was dunkler ist. Ich bin sehr gespannt. Einfach ein herrliches Ding und so voller Charme und Nostalgie, das ist halt einfach so cool. Vor allem dieser dunkle Part, wo du einfach durch Stockfinstere fährst. Sau cool. Und diese Bremser, die winken diesen Figuren, die da überall stehen, immer. Die machen dann immer so. Auch sehr cool. Und wie die da abgehen auf diesem Sitz, wie sich teilweise in die Luft schmeißen, sich gar nicht festhalten oder so, das ist halt absolut krank. Mega.
verlassen jetzt auch übrigens Tivoli Gardens. Das ist ein sehr, sehr schöner Park. Ist zwar echt teuer, aber lohnt sich echt. Sieht halt verdammt schön hier aus. Hier gibt es echt ein paar geile Flat Rides, ein paar geile Achterbahnen. Und ja, lohnt sich. Also ist echt mega schön. Kann ich echt empfehlen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert mich gerne, wenn ihr das möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.